Jo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Wie ihr seht, es regnet immer noch. Mal schauen, wie unser Zustand ist. Wir sollten mal ein bisschen was essen. Mitten am Tag. Und ich würde sagen, wir gehen uns mal die Ballenpresse holen mit unserem schönen Trecker. Wenn ich ihn jemals wiederfinde, wie immer. Und diesmal habe ich gar nicht so lange suchen müssen. Von dem Berg hoch. Sollte vielleicht auch mal auf der Karte markieren, wo wir überhaupt hin müssen. Ist das die Ballenpresse? Ja, da ist sie. Da müssen wir hin. Können wir nämlich mal, wenn es aufhört zu regnen, irgendwann mal wieder können wir anfangen Ballen zu pressen. Wir haben die Schwaden ja da liegen. Aber bisher habe ich noch nirgendwo einen Schwader gefunden, um vielleicht noch schöne hinzukriegen. Und dann müssen wir das halt so machen. Kriegen wir auch. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Weil ich möchte nicht unbedingt im Regen weiter mit dem Mähdrescher arbeiten. Muss ich jetzt hier rechts? Oder muss ich nicht hier rechts? Oder geht das weiter? Blödes Sweet oben da weg. Nö, schon richtig, geradeaus weiter. Mit unserer Wahnsinns-Tuckermaschine hier. Klar, dass wenn man neu anfängt und nur gebrauchte Maschinen hat, dass sie dann etwas älter sind, aber dass man ausgerechnet ein so altes Teil da reinknallt, ne? Ja gut, desto mehr freut man sich, wenn man einen einigermaßen guten Trigger bekommt. Nee, kein schönes Wetter. Nö, nö. Überhaupt nicht. Und dann fahren wir auf dem Trecker. Ja, komm, flieg los. Und tschüss. Ohne Verdeck. Ja, nur die Harten kommen in den Garten.
Das hier dürfte ja dann der Hof sein. Falls wir nicht wieder am Falschen sind. Was ich stark glaube. Wir werden es ja merken. Ich glaube nämlich, das ist der Hof da hinten. Du bist fremde Gehöft gefahren. Steht aber auch überall das Wasser. Ah, da ist das Objekt unserer Begierde. Der Matsch schon mal richtig rum hier. Haben ihn, glaube ich. Jawohl. Und dann halt sie noch mal wieder eine Hose. In unserem Wahnsinnstempo. Ich bin gespannt, wie viel sich die Maschine einfängt, wenn wir über die Schwaden fahren. Ist ja fast wie Tiefseetauchen hier. So, tuckern wir wieder zurück. Das ist eine wirklich langwierige Sache, die ganzen Teile auf den Hof zu bekommen. Mann. Aber unser Auto hat hinten keine Anhängerkupplung. Damit wird es natürlich bedeutend schneller gehen. Jetzt muss ich echt gucken, ob wir vielleicht hier rechts ab können. Nein. Fahren die nächste da hinten rechts ab. Erstmal über den irrsinnigen Berg hier rüber.
aber wir werden weiterkommen. Tucker für Tucker. Ja, es hat nicht viel mit Aufregung zu tun. Nein, eher das Gegenteil. Ich habe ja meinen Kanal schon Slow benannt, aber das ist schon reichlich Slow. Schon fast zu Slow. Der Bett geht nicht anders, ich kann ja nicht zaubern. Hier können wir rein. Und der fährt aber bergab auch nicht schneller. Also die Physik spricht da nicht so wirklich drauf an. Ja, das wird eine Runde Trecker fahren. Ein Beschleunigungsrennen mit dem Ding gewinnen, das wird wohl nicht funktionieren. Wenn ich nach rechts lenke, dann geht der Kopf auch nach rechts. Wenn ich nach links lenke, dann eigentlich nicht, nur nach rechts. Nach links nur ein ganz kleines bisschen, ja doch ein bisschen macht er. Er ist ein kleiner Wackeldackel. Ja, damit sind wir ja fast zu Hause. Fast geschafft. Knatter, knatter, knatter. Hier können wir schon rein. Und auch die Maschine bleibt draußen, auch wenn es regnet, die Teufel. Aber ich quäle mich hier nicht mit den engen Hallen ab, um die Sachen da rein zu stopfen. Alles, was wir brauchen, gehen wir uns hier holen. Und der kommt ja nicht hoch. Abkuppeln. Und der kann hier stehen bleiben. Wunderschön, wunderschön, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Was sagt denn die Uhrzeit?
18 Uhr, wir könnten ja eigentlich mal 40% Schlaf, wir könnten eine Runde schlafen gehen und am nächsten Morgen könnte eigentlich wieder alles gut sein. Das können wir machen, ja. Hoffentlich regnet es am nächsten Tag nicht. Die Fliesen sind noch immer kaputt, etwa keiner hier, der ganz gemacht hat. Nee, 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 schämt euch was. So. Schlafen im Bett für eine Woche? Nein, nicht für eine Woche. Und es regnet. Ist ja fürchterlich. Ach du Heiliger. Ich will gar nicht raus. Na gut, für diese Aufnahme ist jetzt Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, macht ein Abo, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt bei neuen Videos. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.